So. Wunderbar. Also, ihr kriegt schon ein bisschen ein besseres Gefühl, was es da hier mal geben soll. Die Kisten hier müssten weg, die Werkbank müsste auch weg. Das ist aber eben für später. Für jetzt ist es erstmal in Ordnung. Ich denke, ich mache an der Stelle dann auch wieder eine kleine Aufnahmepause. Ich bedanke mich soweit für die Aufmerksamkeit. Wir genießen den Ausblick auf die geile Insel da drüben. Ich wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio mit O und man sieht sich. So, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Mein Klon 2 für Mein Test. So, wie ihr hier schon wieder seht, es gibt wieder Monströsitäten. Und wieder scheinen alle eine kleine Poolparty zu feiern. Wie kommt's? Ich habe einfach eine aktuellere Version. Installiert von Mindtest und ich war gerade ein bisschen irritiert. Ja, genau, okay. Wir sind hier wieder richtig. Da machen wir dich vielleicht mal weg, weil wir dann einfach geckigerweise hier sagen, okay, wir. Aber warte mal, da machen dich weg. Und dann würde ich doch mal. Wieso habe ich wieder so viele? So. Also, dann würde ich einfach mal hier so ein bisschen einen Platz haben. Gut, ich habe quasi meinen Test neu selber, also ich habe mir die Soßen geholt, selber neu übersetzt und die Mods reingepackt und alles Mögliche und. Dann scheint das Ganze irgendwie halbwegs zu funktionieren. Und deswegen machen wir jetzt einfach auch regulär weiter. Ich würde jetzt hier mal ein bisschen das Inventar ein bisschen umsortieren wollen. Offenbar habe ich ja so drei, vier Steine. So, und dann würde ich hier einfach runterflutschen. Und ich würde die Innenwände setzen wollen, genau. So, dann müsste ich da die Kiste natürlich wegmachen. Die will ich jetzt allerdings eigentlich noch gar nicht weghauen. Sondern ich will hier erstmal wirklich. So, den Pfosten hier so hinmachen. Das passt dann schon. Und dann machen wir hier einfach ganz normal weiter. Und dann können wir hier die Seite so rüber machen. Und dann können wir das auch wieder zurückkehren lassen. Und dann geht's auch hier wieder zurück. Zack, zack, zack. Und es ist so mit diesen bisschen Fehlern immer noch schneller, als wenn ich es regulär machen würde. So, Fackeln habe ich ja jetzt momentan keine mehr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir können jetzt hier natürlich den Spaß auch voll machen. So, und dann geht es hier auch schon wieder runter. Ich mache hier noch schnell, zack, 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 dich wieder zu. Dann können wir das noch 1, 2, 3 sagen. So, und dann können wir eigentlich das fast sogar so machen. Dann haben wir hier jetzt halt eine Nische für die Kisten. Dann wäre das hier ja nicht anders. Zack, zack. Und hier geht es wieder runter und dann wird das hier wahrscheinlich ähnlich sein. Pam.
Zack, zack. Das würde sogar so gehen. Das weiß ich noch nicht, ob ich das so haben möchte. Dann hätten wir hier eben den Durchgang. Komme ich an die Kiste auch? Ja, das würde klappen. Und dann können wir uns später überlegen, wo wir das hin tun. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Aber wir ziehen jetzt erstmal die Innenwände hier drin. Und dann hätten wir den Spaß nämlich auch erledigt. Zack. War jetzt ein bisschen doof. Ich hätte es natürlich auf dem Rückweg machen können. Aber das ist jetzt halb so wild. Zack. Zack und zack. Zack, zack. Und zack. So, und dann machen wir den dann nochmal. Und so kriegen wir langsam die Mauer voll. So, und dann hier nochmal zurück. Jojojo, Spinni. Gut. Und dann würde ich hier die Decke nochmal, also den Deckel oben drauf setzen. Wie ist denn der Esel da oben hingekommen eigentlich? Oh, es ist schon bald wieder Zeit für Feierabend. Zack, zack, zack. Und dann würde ich. Super, jetzt haben wir einen Esel da unten drin. Zack, 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 zack. Sagen. Okay, und dann geht der ganze Spaß wieder zurück. Und dann machen wir die Schiene nochmal. Patsch. So, und dann wird es auch schon Zeit wieder für einen Feierabend. Die beiden Steine kann ich nochmal dahin hauen. Für morgen. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Bettchen. Und was wir hier dann halt wirklich machen können, ist quasi, dass die Bewohner dann auch immer noch so unterirdische. Unterirdische Zugänge zu den Wehrmauern haben, dass quasi innen drin diese Leute wohnen, die quasi diesen Bereich hier verteidigen. Hallo Esel. Und dann entsprechend natürlich. Also zack. Zack, zack, zack. Zack. Und der Spaß kann dann weg. Dafür hätte ich auch die Schaufel nehmen können. Jetzt machen wir hier erstmal die Lücken voll. Lücke, Lücke, Lücke. Lücke, 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 Lücke. Und dann würde ich hier die Lücke, Lücke, Lücke voll sagen. Dann können wir mit der Spitzhacke das Gedönse wieder einsammeln, das über ist. Genau. Gut, und dann würde ich mit der Schaufel die Erde hier wieder einsammeln. Die gehört da ja nicht hin. Und dann. Machen wir den Spaß weg und den Spaß weg. Wunderbar. Und dann würde ich doch jetzt hier an das Ende gehen und da Jungs. Das ist aber nix. Okay.
Da sind mir die Creeper ein bisschen zu, wie sagt man das? Forsch. Zu frosch sind mir die Creeper. So. Ey, da fällt mir gerade eine Idee, wenn sich die Kreaturen da draußen doch so tummeln, fällt mir gerade so eine Möglichkeit ein. Zack und zack. Fällt mir gerade so eine Möglichkeit ein, wie ich mir. Warte mal. Nee, ich will das so machen. So, tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Na, einer zu viel. Und der kann weg. Und dann kommt der auch noch weg. Und dann kann der nochmal. Hierhin. So, und dann müssten wir wieder in unseren Steinbruch ziehen. Und da wieder schön arbeiten. Und wie wir jetzt sehen, gibt es hier wieder reichlich Kreaturen. So. Boah, boah, du, die Spinne, ey. Hat mich gerade so erschreckt. Boah, Alter. Also manchmal sind da diese Schatten, die einen da anschleichen, ganz schön hinterhältig. Jedenfalls haben wir jetzt hier dann andere Kreaturen. Weitere Steine für unsere Baustelle. Gut. Und dann hier. Kann man einmal die Fackel mitnehmen? So, und dann machen wir hier Stripping. Zack, zack. Und wieder runter. Zack und zack und zack. 1, 2, 3. Die rufen wir es auch so. Wunderbar. Dann strippen wir mal da raus. Braucht man eine neue Spitzhacke. Ich wollte gerade sagen, habe ich keine mehr, aber zwei habe ich noch. Die Erde würde ich gern mal darüber packen. Okay. Dann würden wir das hier alles wieder wegmachen. Aber ich muss mir dann noch überlegen, ob ich mir nicht doch vielleicht irgendwo noch eine Hütte reinzimmer. Da hinten zum Beispiel. In diese Kuhle. Einfach für die Arbeitssitzungen. So, und wenn wir schon mal da sind, dann würde ich die Sortierung wieder genauso machen, wie ich sie hier haben will. So. Wird schon wieder langsam Nacht hier, Also. Du. Du. Und du. Zack.
So.